Zucchini-Braten ist an sich keine große Kochkunst, allerdings möchte ich euch gerne einfach mal zeigen, wie man sie griechisch brät, also wie man sie richtig außen schön knusprig hinbekommt, innen noch schön weich und wirklich sehr schmackhaft. Wir benötigen 1 bis 2 Zucchinis je nach Größe und schneiden Anfang und Ende ab. Und schneiden die Zucchini jetzt komplett einmal in kleine Scheiben. Ist alles in Scheiben geschnitten, geben wir die Zucchini in ein Sieb. Ganz wichtig, unter die Zucchinis eine Schüssel geben, damit gleich das Zucchini-Wasser und die Flüssigkeit abtropfen kann. Wir salzen das Ganze kräftig mit Meersalz. Ungefähr einen halben Teelöffel. Massieren die Scheiben kurz damit ein. Und lassen unsere Zucchinis jetzt ungefähr für 20 bis 30 Minuten stehen und abtropfen und Flüssigkeit verlieren. Die Zucchini können jetzt weiterverarbeitet werden. Sie fühlt sich so ein bisschen schwitzig nass an, deswegen legen wir sie auf etwas Küchenpapier oder Küchenkrepp und tupfen sie dort nochmal ordentlich von beiden Seiten trocken. Ich mache mir das immer besonders einfach und gehe einfach mit einem zweiten Küchenpapier oder Küchenkrepp drüber und drücke einmal kurz drauf. Ihr seht schon, die Flüssigkeit wird gleich aufgesogen. Weiter geht es jetzt direkt am Herd. Wir benötigen eine Schüssel mit etwas Mehl und eine Schüssel mit kaltem Wasser, ganz wichtig kaltes Wasser, und natürlich unsere vorbereiteten Zucchinis und eine aufgesetzte Pfanne. Wir stellen den Herd an, geben reichlich Olivenöl in die Pfanne ungefähr 4 bis 6 Esslöffel und lassen dieses jetzt schon mal warm werden. In der Zwischenzeit gehen wir wieder zu unseren Zucchini rüber, nehmen uns ein Stück Zucchini, die bemehlte Zucchinischeibe nehmen wir wieder, tippen sie ganz kurz in kaltes Wasser und geben sie dann direkt in die Pfanne und fahren jetzt so lange fort, bis die Pfanne voll ist. Das Öl ist auch schon langsam warm und wird gleich richtig heiß, also aufpassen mit den Fingern. Da die Zucchini nur ganz kurz in Wasser gedippt wird, braucht ihr auch keine Angst haben, dass es sehr doll spritzt. Aber ihr solltet dennoch auf eure Finger aufpassen und das vorsichtig machen und auch hinschauen. Zwischendurch das Wenden nicht vergessen. Man kann das Ganze natürlich auch mit Melanzani oder Aubergine machen. Allerdings zeige ich euch da auch mal noch eine andere Variante, wie man sie super lecker zubereitet. Die Zucchini werden jetzt von beiden Seiten schön goldgelb ausgebacken. Wenn die Zucchini euch ein bisschen zu braun werden, stellt einfach den Herd etwas runter, so auf mittlere Hitze, dann geht das Ganze natürlich auch. Die Zucchini kommen direkt aus der Pfanne auf ein erneutes Küchenkrepp, damit dort das Öl abtropfen kann. Und ihr fahrt so lange fort, bis die ganzen Zucchini aufgebraucht und angebraten sind. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch etwas Meersalz drüber streuen. Probiert aber vorher eine, um zu sehen, ob genug Salz in der Zucchini drin ist oder nicht. Ansonsten einfach ein bisschen Meersalz drüber streuen. Das muss auch gar nicht zu fein sein. Und dann kann man warm oder kalt servieren. Ich esse dazu liebend gern einfach nur Tzatziki und Brot, aber mein Mann zum Beispiel liebt dazu Souvlaki. Ihr könnt dazu sowohl Fleisch als auch nur Gemüse oder nur die Zucchinischeiben essen, ganz wie ihr möchtet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!